Willkommen, Katis Kosmos, ihr Lieben. Hallo! Heute, wenn ihr das Video seht, ist der 31.12.2018 und ich habe mir gedacht, das Jahr muss richtig mit so einem Bang zu Ende gehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. 2018 war irgendwie ein bisschen schräges Jahr. Also einerseits viele spannende, schöne Sachen passiert, andererseits auch irgendwie ein bisschen schräge Sachen passiert. Also irgendwie, ja, so durchwachsen, gemischt. Und ich möchte aber das Jahr quasi, das alte Jahr ausläuten mit richtig, mit einem richtigen Bang. Und ja, einmal um mich ganz herzlich bei euch zu bedanken. Es sind einige neue Abonnenten dazugekommen. Ich heiße euch herzlich willkommen auch nochmal an dieser Stelle. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Mir macht es gerade unglaublich viel Spaß, Videos für euch zu machen. Und ich habe viel vor für 2019 mit euch. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich wollte euch mal wirklich was ganz Besonderes auch zurückgeben. Deswegen habe ich im Dezember ja auch eine Verlosung die nächste gejagt sozusagen und auch ins neue Jahr zieht sich das so ein bisschen fort. Es ist natürlich jetzt sozusagen schon so ein bisschen Silvester und die Neujahrsverlosung, die dann noch für morgen geplant ist, ist so ein bisschen so quasi ja, das Finale der ganzen Verlosungsserie jetzt, dieser weihnachtlichen Verlosungsserie. Aber es wird dann natürlich auch im Januar noch weitere Verlosungen bestimmt geben. Nicht in dieser Frequenz. Also ich werde jetzt nicht jede Woche ein bis zwei Gewinnspiele sozusagen raushauen oder jetzt nicht jedes Video. Aber auf alle Fälle, also eine Verlosung mindestens im Monat wird kommen, auf alle Fälle. Und ja, aber jetzt habe ich mir gedacht, so diese Verlosungsserie dieses Jahr 2018, der Start in 2019, der muss nochmal besonders gefeiert werden. Und ihr habt in der Überschrift schon gesehen, heute kriegt ihr Luxus von mir. Und wenn ich sage Luxus, dann meine ich Luxus, weil das ist wirklich das, was ich heute für euch habe. Ihr habt das im Thumbnail schon gesehen, ein mysteriöser, schwarzer, ja, schwarzer Schachtelbuch, erstmal so rum, mysteriös, jein. Also man ahnt natürlich schon, dass es sich hier um Parfum handeln muss. Wer das schon gespitzt hat, hat hier schon gesehen, Haute Parfumerie. Ich habe für euch einen wirklich ganz, ganz, ganz besonderen, sehr, sehr kostbaren Duft zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich möchte euch aber noch ein bisschen vorneweg dazu etwas erzählen. Ihr werdet es mir verzeihen in dem Fall. Ich habe ihn jetzt hier noch original verpackt. Ich möchte ihn aber gerne mit euch hier im Video einmal auspacken, weil ich euch einfach gerne das Packaging auch zeigen wollte, euch auch den Flakon zeigen wollte. Ja, und was ist dieses oder was macht diesen Duft so besonders? Einmal, das ist wirklich ein sehr, sehr kostbares Parfum. Wer sich so ein bisschen mit Parfum auskennt, das Parfum ist ja so ein bisschen eins meiner Beauty-Steckenpferde sozusagen, eins meiner, ja, mit denen ich mich einfach schon viel auseinandergesetzt habe. Das liegt preislich, das hat einen Wert von rund 150 Euro. Das ist wirklich also was ganz Hochkarätiges, ja. Also, und ihr müsst einfach wissen, weil so, wenn Duft wirklich so einen Preis, so eine Preisansage macht, das ist natürlich was anderes, als wenn ihr so ganz klassisch irgendwie entweder in die Drogerie oder in die Parfümerie geht und euch da so ein, in Anführungszeichen, 0815 Duft holt, ja. Was nicht schlecht sein muss, ja, sage ich überhaupt nicht. Ich habe auch ganz viele so Mass-Market-klassische Düfte, die jetzt nichts irgendwie extrem Außergewöhnliches sind. Aber hier sprechen wir schon wirklich von Parfum-Kunst. Das ist ein Parfum-Kunstwerk. Und zwar ist das aus der Reihe, also das ist quasi eine, ja, das, die nennt sich die Fabulous Collection. Und das ist von Dalí Haute Parfumerie in Paris, ja. Das wurde mir auch direkt aus Paris geschickt, also hat schon einen kleinen Weg hinter sich. Und die Fabulous Collection, die ist eine Kollektion von 5 ganz besonderen Düften. Ich habe hier das Fabulous Mandara. Warum ich ausgerechnet das hier habe, das erzähle ich euch auch kurz. Und zwar habe ich im Vorfeld, als ich dann so ein bisschen, oder als ich eben auch so ein bisschen darauf angesprochen wurde, ob ich mir die Düfte mal anschauen will und ob die vielleicht was werden, mal auch für ein Video, habe ich im Vorfeld dann eben hier dieses kleine Päckchen zugeschickt bekommen. Das ist ein Set aus allen 5 Düften dieser Kollektion. Das sind hier so quasi, ich mache es mal, hole sie mal euch raus. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus, das sind einfach halt so Proben quasi, aber Sprühproben. Und die habe ich eben im Vorfeld zugeschickt bekommen und habe mich da so ein bisschen durchgerochen, habe die dann auch so ein bisschen getragen und so, weil gerade bei diesen besonderen Düften, wer sich so ein bisschen mit Parfum auskennt, das muss man einfach mal auch
ein bisschen ausprobieren, ja, was da so passen könnte. Und ich habe dann eben mich da so ein bisschen durchgeschnuppert. Ach, wenn ich das schon aufmache, das sind wirklich Weltenunterschied zu klassischen normalen Parfums, wie ihr sie in der normalen Parfümerie kriegen könnt. Also wer so ein bisschen Luxusparfum-affin ist, so Sachen wie Serge Lutens auch gerne mag und so, der ist, ja, der wird mich jetzt verstehen. Es ist einfach so, das sind halt einfach, das hat eine andere Qualität, ja. Das ist so, wie wenn ihr vergleicht, klamottenmäßig, wenn ihr jetzt eine feine Baumwolle mit Kaschmir vergleicht, ja. Das ist sozusagen der Kaschmir-Pulli unter den Düften, wenn man so will. Und ja auch wieder kommt meinem Fable, meiner Freude an Nischenmarken und an ganz besonderen Marken sehr zu Pass. Und naja, ich habe mich also dann, wie gesagt, so ein bisschen durchgeschnuppert und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, also ich finde am allerschönsten den Mandava. Ach sorry, ich habe euch Quatsch erzählt. Das war nicht, ist nicht zum Sprühen, sondern hier quasi mit so einem, da kann man dann also den Deckel so abmachen und dann so aufgeben. Ja, genau. Und ich habe mich dann letztendlich dafür entschieden, dass ich gerne den Mandava eben vorstellen möchte und an euch verlosen. Also einer von euch kann diesen hier wunderbaren, tollen Luxusduft gewinnen. Zu der Fabulous Collection wollte ich euch noch ein bisschen was erzählen, weil die Geschichte einfach so nett ist. Und zwar, was so ein bisschen dahinter steckt, ist einfach, wie man schon unschwer am Namen erkennen kann, Dalí Haute Parfumerie ist Salvador Dalí, der bekannte Maler, Künstler, sozusagen so ein bisschen die Inspirationsquelle und hat diese ganzen 5 Flakons aus dieser Kollektion so ein bisschen geprägt, ja. Und jeder Duft bringt einen auch so ein bisschen an einen besonderen Ort, ja. Blende euch die anderen jeweils hier nochmal ein, den zeige ich euch dann gleich live, also den Mandava zeige ich euch gleich nochmal, den packen wir zusammen auf. Und die Parfümeure, die dahinter stecken, sind einmal Michel Almerac, ich hoffe, dass ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe, und Raphael Uri. Und ja, und das sind wirklich eben, das ist jeder Duft für sich, ist wirklich ein kleines Kunstwerk, ja. Ich blende euch mal alle 5 hier so zusammen einmal ein, dass ihr die sehen könnt. Ihr seht, die sind komplett Gold, komplett goldene Flakons. Und ja, das sind wirklich außergewöhnliche Kreationen, nicht nur optisch. Das sind auch alles Eau de Parfums, also nochmal schön intensiver, aromatischer mit sehr hochwertigen Ingredienzien. Und es gibt einmal eine Fabulous Maroudai, Fabulous Corinthia, dann Fabulous Mandava, das was ich euch gleich noch vorstelle, Fabulous Srinagar und Fabulous Bukhara. Und wie gesagt, das sind alles, die führen einen alle an bestimmte Orte oder an, ja, an Ideen von Orte so ein bisschen, ja. Also an so nicht nur historische Plätze, sondern einfach auch so an, sondern quasi so die Stimmung von besonderen Orten einfangen. Und ich möchte euch ja heute den Mandava noch mal ein bisschen näher vorstellen. Und ich werde euch jetzt einfach so ein bisschen im Prinzip tatsächlich den Text dazu vorlesen, der den Duft einfach beschreibt, weil das liest sich so eigentlich ein bisschen wie so ein kleines Märchen. Ich finde es so hübsch, ja. Und besser könnte ich es auch nicht sagen. Also ich werde euch ein bisschen da was vorlesen. Fabulous Mandava soll quasi ein Spaziergang durch die Stadt Mandava im Herzen des indischen Rajasthan sein. Und Rajasthan ist eben einfach bekannt für seine wunderschönen Palais und imposanten Fresken. Und der goldene Flakon, der so ein bisschen, also der hat quasi so, das werdet ihr gleich sehen mit mir, der hat so Lippen quasi, der ist so Lippenform, ja. Und ihr kennt bestimmt das berühmte Sofa, dieses Lippensofa, was Dalí ja entworfen hatte, kreiert hatte. Und das hat er 1974 als Hommage an die Schauspielerin Mae West damals eben kreiert, ja. Und diese Form spielt dann auch so ein bisschen eine Rolle in der Kreation der Duftnoten, ja. Aber wie übersetzt man sowas in Parfum? Ich finde das wahnsinnig spannend, ja. Und das ist eben so das ist die hohe Parfümeurskunst in meinen Augen, dass man eben solche Inspirationen dann in einen Duft verwandelt, ja. Also da habe ich echt höchsten Respekt davor. Ich liebe tolle Parfums, tolle Aromen. Ich kann auch
schon das ein oder andere vielleicht erschnuppern, aber ich bin da, ich habe echt kein besonders, kein Parfümerie geeignetes, kein Parfümeurs geeignetes Näschen. Ich rieche die einfach, ich schnupper die einfach gerne. Aber da muss man wirklich, da muss man so einen tollen Geruchssinn einerseits haben und auch wirklich so eine, ja, auch so ein Wahnsinnsgefühl dafür, ja. Ich gerade völlig ins Schwärmen. Und was ist denn jetzt nun drin in diesem Duft? Also der Kreateur dieses, sozusagen dieses Duftes ist eben Michel Almerac. Und da sind eben so ganz kostbare Duftnoten wie Safran. Ich meine, Safran, Wahnsinn. Safran, Himbeere, Zedernholz und auch Veilchen drin. Und dann hat er auch noch Noten von Leder, Moschus und Edelholz, ja. Und die sagen, dass er so ein bisschen mysteriös ist und sehr präsent. Und das drückt es eigentlich ganz gut aus. Und ja, es beamt einen wirklich in so eine, jetzt nicht in einen indischen Palast, das nicht, aber es hat wirklich so was ganz, ja, also man kann das so schnuppern und kann sich schon in so eine Märchenkulisse reinträumen. Und das sollen ja Düfte auch, ne? Also die Düfte sollen uns quasi auf eine Reise in irgendwelche Erinnerungen oder in irgendwelche Traumwelten schicken. Und das tut dieser Duft definitiv, ja. Und jetzt lasst uns auch einmal zusammen diesen wunderschönen Flakon anschauen. Ich möchte euch einfach einmal zeigen, es ist wirklich so hochwertig und edel und toll gemacht. Ich werde das jetzt versuchen, so ganz vorsichtig aufzumachen, ja, sodass der Gewinner, das werde ich dann auch so ganz dezent wieder zukleben. Ich möchte euch einmal gern diesen Flakon doch zeigen. Es ist halt einfach was anderes, wenn man den einmal in 3D sieht, 3D, als jetzt quasi nur das Bild eingeblendet. Also ich glaube, das Plastik, das kriege ich nicht mehr dran. Aber egal, das werden wir dann anders schön verpacken. Und ihr seht schon hier, das ist so, so toll gemacht. Auch dieser, das ist so ein ganz schwerer, toller Karton. Ist dann hier nochmal zusätzlich auch verschlossen. Und das liebe ich ja bei solchen ganz feinen Parfums. Hat man das ja manchmal, diese Art von Verpackung, wo man das dann so hochzieht. Wisst ihr, was ich meine? Ich zeige euch gleich. So, dann machen wir das mal weg. Und das machen wir auch an der anderen Seite auch weg. Ich versuche so liebevoll wie möglich das zu öffnen, dass der Gewinner auch natürlich Freude auch am Packaging hat. Ich finde, bei sowas ist es immer ein Gesamtkunstwerk, ja. Nicht nur der Duft selber, sondern auch Flakon und Verpackung. Da ist das wirklich, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und ihr seht, tada! Und seht ihr auch innen, ist das so schön gemacht, goldig und toll. Und ihr seht hier an der Seite jetzt eben, das was ich meinte, diese Lippenform, eben diese von diesem berühmten Sofa. Und ich nehme den Flakon mal raus und es ist einfach, oh Gott, es ist so schön. Seht ihr das? Das ist wirklich was Kostbares, was wirklich Kostbares, Luxuriöses. Und ja, es kriegt einer von euch. So lieb bin ich. Ich behalte es nicht für mich. Ich gebe es einem von euch. Ihr habt es auch verdient. Ihr habt es wirklich verdient. Ihr seid die Allerbesten. Ja, deswegen macht mit bei dem Gewinnspiel. Unten erfahrt ihr in der Box, wie ihr daran teilnehmen könnt. Und diesmal hätte ich gerne, und diesmal werde ich auch nicht den Zufallsgenerator entscheiden lassen. Diesmal werde ich einen besonderen Kommentar gewinnen lassen. Und zwar möchte ich von euch wissen, ich schreibe es euch auch nochmal unten in die Box rein, was euer absoluter All-Time-Favorite-Duftliebling ist und warum. Könnt ihr gerne auch eine kleine Geschichte dazu schreiben, wie ihr gerade lustig seid. Ihr müsst jetzt keine Romane verfassen oder so, aber einfach so eine nette Geschichte zu Duft. Es muss auch vielleicht gar nicht unbedingt nur ein Parfum sein, es kann auch einfach ein besonderer Lieblingsduft sein. Ein besonderer Duft, der euch glücklich macht, der mit dem ihr irgendwas Besonderes, ein besonderes Erlebnis verbindet, ja? So. Ja, also ihr seht, das ist wirklich eine tolle Sache. Sprühen müssen wir nicht. Ich weiß ja, wie ihr riecht. Ich habe ja hier diese Probe da. Und ja, ihr Lieben, also. Diesen Wahnsinnsknüller-Knaller ist mein Silvestergeschenk an euch. Und ja, ich hoffe, dass ich damit euren Geschmack getroffen habe. Und wünsche euch allen viel Glück. Macht zahlreich mit. Und ja, das war die Vorstellung des Parfums. Ich drücke euch allen fest die Daumen.
freue mich immer, wenn ihr mir wiederum einen Daumen nach oben da lasst. Und ja, aktiviert gerne die Glocke. Denkt auch dran, bei allen laufenden anderen Gewinnspielen noch mitzumachen. Schaltet unbedingt auch morgen zur großen Neujahrsverlosung ein, weil da habe ich eben noch ein zweites tolles Luxus-Goodie für euch vorbereitet. Und dann sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald hier auf Kathis Kosmos und ausnahmsweise heute einen guten Rutsch.